Im Android App Store gibt es jetzt die Master Jam Witze App. Jeden Monat ein Update mit 100 neuen Witzen. Viel Spaß! Lustige Witze in 3, 2, 1, los! Entschuldigen Sie bitte, dass ich in Ihre Privatsphäre eindringe, aber ich würde gerne in Ihre Privatsphäre eindringen. Meine Frau ist sauer, weil ich 2000 Euro verzockt habe. Dabei ist es nicht mal ihr Geld. Also nicht mehr. Als Model auf Instagram ist man ungefähr so interessant wie als Millionär bei Monopoly. Wer mehr pupst, muss weniger atmen. Um 1 Kilogramm Körperfett abzubauen, muss man 10 Stunden joggen. Ich kann also ohne Proviant bis nach Alaska laufen. Make-up, weil Frauen wissen, dass Männer was Besseres verdienen. Ist geil. Der einzige Jesus, an den ich glaube, ist Jesus Birkistus. Die Chinesen haben ihre Schrift aus Tätowierungen entwickelt. Den letzten Sex musste ich teuer bezahlen. Der Richter hat mir 8 Jahre gegeben. Das Leben ist wie ein Schulzeugnis. Wenn es scheiße läuft, versuchen viele mit Sport und Religion noch was zu retten. Der Körper eines normalen Menschen, 80% Wasser, 20% Blut. Der Körper eines Mediengestalters, 10% Wasser, 20% Blut, 20% Gras, 50% Ibuprofen. Schon okay, Schwamm von gestern, Schnee drüber. Wenn man mehrere Sachen gleichzeitig vor sich herschiebt, ist das dann schon Multitasking? Ich finde, so ein Wecker bringt einfach nur sinnlose Unruhe in den Alltag. Wenn man seinen Ventilator mit Strom aus Windkraft betreibt, dann ist das so, als würde man Wind teleportieren. Ich fühle mich eingezäunt, weil mich so viele Pfosten umgeben. So alt bin ich gar nicht. Ich bin 25, zuzüglich Verpackung und Versand. Meine Kinder hören beim Lernen immer Capital Bra. Seine Musik erinnert mich immer daran, wie wichtig Bildung ist. Von wegen, ich bin unsportlich. Im Biathlon bin ich bislang ungeschlagen. Eine Beziehung zu führen bedeutet auch, gemeinsam die Probleme zu lösen, die man alleine gar nicht hätte. Bombenanschlag auf feministische Demo. 69 Totinnen. Zählt Fortpflanzung eigentlich zu landwirtschaftlichem Verkehr? Wir finden auch, dass das Wasser aus der Küchenspüle anders schmeckt als das aus der Toilette. Ich schon. Toilettenwasser schmeckt besser. Ich habe das Hautaufnahme, wie du das sagst. Ey, wer weiß, was ich damit mache. Mein Cousin aus Zürich ist vor kurzem fast beim Essen erstickt, weil wir die Würgelaute für Schweizerdeutsch hielten. Like und abonnier, YouTuber. Like und abonnier, YouTuber.